Scheißegal, ob mich irgendwas anderes anschießt. Tirpitz die, Tirpitz die. Genau, und damit auch herzlich willkommen zum Let's Play von World of Warships. Tirpitz die, das passt mir. Ja. Lass auf Tirpitze gehen. Ja, aber ich wette, die kommen rechts. Wie immer. Ah, oh, Mann. Fuck, Tirpitz, ey. Rechts oder links? Rechts. Rechts, ja? Was die? Hm? Wenn die Geschosse von der Yamato bei der Tirpitz abprallen. Ja, Buß. Hallo Chris. Dann kriegt Wargaming von mir eine E-Mail. Aber so. Fix! Fix! Aber sowas von. Aber Basti, ich habe gehört, du hältst uns die Zerstörung vom Leib. Kann ich versuchen. Versuchen? Tun. Soll ich wieder deine Hand hier zerschießen? Nein. Sonst zerschieße ich dich. Und das ist leicht. Ich helfe Markus bei. Basti? Haben denn alle gegen die Atlantis? Alter! Das ist vor keinem Repair bei der, ne? Also die Runde ist für mich gelaufen. Ist sie das nicht schon von Anfang an? LOL! Oh, ich bin detected, ach wie schön. Ja, Basti, das war eigentlich exakt die Hälfte deines Lebens. Das war sogar wirklich exakt die Hälfte deines Lebens. Oh Gott, fängt ja schon mal gut an. Ne, 110 Leben hast du mehr. Hier hinten sogar eine Nagato. Kannst du dich drauf freuen, Basti? Also dreh ich um und fahr zu dem. Ich mach alleine mit dem Zerstörer hier. Fuck you, ey! Marcel hat auf dich geschossen, ja. Ey, das hat jetzt gerade so im Finger gejuckt, ja? Und dann schießt du rüber. Hab ich eigentlich sogar. Echt? Ja, wahrscheinlich war es besser, sonst hättest du sogar noch seine Zitadelle getroffen. Ob es auch irgendwie einen Rang gibt für meisten Schaden an Verbündeten verursacht oder so, müsstest du auch eine Medaille geben. Die hättest du auf jeden Fall schon öfters bekommen. Pazifist. Pazifist. Das ist der Tirpitz. Ja, ich hab schon drauf geballert. Da kommt allgemein ein bisschen was an. Zum Beispiel ein Zerstörer, lieber Basti. Ja. Aber wär cool, wenn du drum kümmerst. Oh, eine Fuso! Oh. Soll ich was sagen? Das sind sogar zwei Zerstörer. Oh. Oh nein, die Fuso schießt, glaube ich, auf mich. Fuck you! Komm nicht mal an die Fuso ran. Ich schon. Hallo, gerade mal 19 Kilometer, ja? Aber ich bin auch 3 Kilometer hinter dir. Oh, da wird wehtun. Alter, ist da irgendwo. Guck dir mal den Kugelhagel von der Benson an! Das ist doch auch nicht mehr normal. Ist auch so ein Frankfurter. Ja, ich weiß, ich immer in Frankfurt am Flughafen. Frankfurter Würstchen. Thüringen. Ja. Ein Zerstörer ist weg. Egal, wenn jemand steht die Fuso? Die mir jetzt ein Zitter-Hit reindrückt. Ah, ich glaube, die stand. Wobei, die dürfte gerade wieder losgefahren sein. Oh Gott. Was denn? Ich hab jetzt 14 Kilometer. Nice. Wie ich halt nur den Kugelhagel von Basti in der Seite sehe. Was? Ah, die waren zu schlecht. Ah. Oh nein, der Nagato hat geschossen. Okay, nicht auf mich. Das ist einfach so schwerfällig.
Ja, die Texas ist schwerfällig, ja. Und sehr langsam mit 20,5 Knoten. Markier mal die Nagato, oder? Alter, 1000 Schaden an der Tierpitz, 2 Abpraller. Ach du Schande. Aber die steht eigentlich fast. Jetzt beschleunigt sie, glaube ich, wieder. Oh oh. Oh oh. Hm, jetzt dreht sie ein. Oh. Ich habe ein kleines Problem. Ah, ich sehe es. Hatschewitz. Haben wir, hast du schon gesagt? Requesting Fire Support. Du hast ja auch Torpedos, ne? Ja, aber 400 Kilometer Reichweite. Achso, ja, okay. Dann... Da will ich nicht an die Schiffe ran. Ja, vor allem mit deinem Papierding da. Geh mal deiner Gato ein bisschen auf den Keks. Ja, ist ganz gut. Entdeckt. Hm, nice. Oh, die Gegner haben eine Shorts. Also wenn ich den Namen immer nicht aus. Nagato gleich keine Anti-Air mehr. Das ist gut. Wobei, das bringt uns eigentlich überhaupt nichts, aber. Gleich bin. Oh, da ist ein Schiff. Komm schon. Mein Schaden ist ja nicht so der beste. Ach, 21.000. Nee, oh, Basti, das ein bisschen nah, glaube ich. Ja, aber wenn ich drehe, zeige ich dir meine Seite und dann bin ich tot. Bist du auch so schon, aber egal. Jetzt habe ich mich festgefahren, jetzt habe ich ein Problem. Ah, oh, wenn ich so weiter mit der Tierpitz mache, ist gut. Oh nein, die Tierpitz nimmt Rache. Aber trifft nicht. Ist nee, gut. Das geht sich nicht aus, das brauche ich gar nicht probieren. Well, get fucked. Ne, die kam, oder? Paar. Ich wollte gerade einen guten Kilometer vor der Insel mit der Schade. Texas wenden. Funktioniert nicht. Muss ich es mir unbedingt gleich wieder reindrücken, ja, der Marcel? Ja klar, das war unbedingt nötig. Ja, aber ansonsten hättest du ja auch länger... Ja, wobei... Basti, vielleicht hat's dir sogar geholfen, weil vielleicht haben sie dich nicht gar so gefokust, weil sie gedacht haben, du bist schon fast down, ja, und kannst eh nicht mehr so viel machen. Und, ja... Ich mache immer einen Standardschaden von 4000. Wenn ich treffe. Von Schaden austeilen kann ich eh nicht. Bei 95 Treffer hat 27.000 Schaden. Das ist die Atlanta, ja. Das meiste hast du wahrscheinlich eher einen Brandschaden gemacht. Ja, dreimal. Ja, also. Aber dafür halt jede Menge Anti-Air zerstört bei den Gegnern. Gucken, ob Einzelfeuer mal wieder was bringt. Joa. Wobei. Joa. Boah, 2000 Leben hat die Nagato noch, ey, das gibt's doch nicht. Hätte ich machen können, wenn die noch ein bisschen mehr Leben gehabt hätte. Genau, Marcel. Laber, Basti, laber. Dann hättet ihr die Nagato und sie da jetzt reingedrückt. Hat sie ja auch. Allerdings nicht die gegnerische. Okay, es ist ey, das war nicht mal ein Zitterhit, ja? Ja, okay. Jetzt, oh Mann, warum hat die sich wieder hochgeheilt? Ich schieße immer auf 3000 und jetzt stirbt sie, oder? Nee. Jetzt stirbst du.
Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du nicht. Alter, das ist... Doch, zwei könnten treffen. Autopiloten deaktiviert. Nein, haben sie nicht. Schade. Gut. Ey, die sind fast alle aus meinem Radius raus. Was soll das denn? Könnte daran liegen, dass sie den Colorado-Chip jetzt unten in der Gato. Muss man halt mal wieder einen Flieger starten, ne? Oh fuck, das war eine Tierpitz, da hätte ich ein bisschen weiter vorzählen müssen. Oh, warum ist sie nur so schnell? Oder? Ah, war gut so. 1004. Die mache ich. Dann löst doch mal irgendeiner Gart oder endlich. Ja, ich versuche schon die ganze Zeit. Allerdings, immer wenn ich da ja dann gut Schaden mache, hat sie sich wieder so hoch geheilt, dass es wieder reicht. Ach, ich trottel dich. Dass ich mich eingefangen kann. Geil. Oh, du Drecksnagato, komm, du willst es doch. Du willst es doch. Ja, die kommen gut. Wobei immer, wenn ich das sage, treffen sie nicht. Dreck. Na, jetzt schieße ich gar nicht erst. Ja. Das wäre Wayne gewesen. Ah, da hinten sehe ich Schiffe. Oh, eine Pepsi-Cola. Aber wie immer komme ich nicht dran. Okay, das geht auf diese Schiffe durch. Ja, kann sein. Wenn du triffst. Müsste aber erstmal treffen. Was irgendwie zurzeit nicht möglich ist. Wenn die so weit weg sind, da habe ich das Gefühl noch nicht. Immer noch nicht. Nein, es ist mein... Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Schade. Schulz. Schulz. Und, geht sich das aus? Hast du die verbesserten Aufklärungsflieger drin? Nee. Geht sich nicht aus. Scheiße. Markus. Hä, was? Hast du die verbesserten Aufklärungsflieger drin? Nö, warum? Okay, weil der dann nämlich komplett gelb ist. Ja, keine Ahnung. Steht aber US Navy drauf. Das ist wenigstens das Einzige, was ihn noch ein bisschen männlich macht. Aber das Gelb... Ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass die gegnerische Flak den besser trifft, oder... Allgemein? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ein bisschen kitschig aus. Naja. Mich stört's nicht. Oh, komm, oh, zwei Tierpitze und eine Nagato, eine Fuso noch. Zerstöre... Oh, das ist ein Kreuzer. Nee, das ist meiner. Lässt dir schön in Ruhe. Und die Tierpitze sind auch noch im Ding, in der Division. Nee, komm schon. Ja! Geht doch. Man ist noch. Naja, dann treff ich nicht. Yay! Aber wie die einfach auf der anderen Seite von der Map sind, Alter, ich fahre nicht Texas, ich bin so schnell nicht auf der anderen Seite von der Map. Oh, komm, nur angucken hier. Also meisten Schaden habe ich an der Tierpitz gemacht und dann die Nagato. Ja, aber geht. Ah, nee, falsch. Spitzenrunde Flugzeugträger. Oh, Flugzeugträger. Ah. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, das wollte ich nicht. Oh. Naja.
Da hinten. Warte. Boah, schaffe ich das noch? Ja, es geht sich aus. Marcel, jetzt bitte nicht wieder mich auf Haferschritt aufschießt am Anfang. Versprochen. Ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Signal Dependence. Na, sieht sich ja niemals aus. Oder? Oder? Oh, knapp. Ich hasse es halt so, dass die Independence halt mit ihrem zweiten Deck keine einzige irgendwie Sekundärbewaffnung mehr hat. Nur noch Flak. Das ist echt kacke. Du bist kacke. Ich meine, ja, ja. Ich meine, die Flak wurde besser, aber. Weiß ich, aber. Ist mir jetzt egal. Wo ist denn das? Oh Gott. Da fährt einer eine Up-Kongo. Geil. Die Up-Dinger sind geil. Da ist Basti. Fuck you. Oder nee, schieß mal auf Markus. Ich bin ein Flugzeugträger. Willst du torpediert werden? Ich bin der Nagato. Ja? Ich stehe 2 Kilometer neben dir. Ja? Die Breitseite. Die kann ich. Ach, ich. Du glaubst nicht, wie schnell ich drehe. Wie schnell er zurückfährt. Alter. Ja, die Atlanta schießt leider ein bisschen zu schnell. Das stimmt. Weil ihr werdet es aber hier mal. Ist doch nicht schnell. Achso, du fährst doch rückwärts, wa? Okay, passt. Alter. Wo? Oh. Jetzt könnt ihr schießen. Lass es. Bitte, ich will. Nein! Vor allem, ich hab drüber geschossen und es hat eine noch getroffen. Vor allen Dingen, warum machst du es überhaupt? Gewonnen oder verloren? Was ist? Sieg? Okay. Auf 2,5 Kilometer. Stufe 7. Soll ja glimpflich davon gekommen, wa? Hm? Soll ja eigentlich noch glimpflich davon gekommen. Ja, ich habe ja eigentlich sogar drüber geschossen. Dass hier oben dieses Gebäude nicht mehr geändert werden. Die Streuung war halt so hart, dass noch eine Kugel genau noch sein Deck getroffen hat. Sehe ich das richtig, dass ich schon wieder alleine vorfahre? Ja, weiß ich nicht. Ja, tust du. Lass doch mal die Jägerstaffel zu mir locken. Nicht so einfach. Eine New Mexico und eine Mugami. Theorie, okay. Ich merke den Wechsel von Granaten. Und eine Cleveland. Tschüss. Oh, Clevelands, Alter. Die sind so schlimm. Oh. Oh. Ich weiß schon mal, was ich torpediere. Torpedierst du in Mexiko oder was? Nee. Ja, was habe ich bitte gerade verloren? Also Jägerstaffelmäßig. Alles? Ja. Durch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ne, es bringt auch gar nicht jetzt die Fubuki noch. Von wo zum Fick kommen bitte die Torpedos her? Fubuki. Oh, da ist die Cleveland. Achso, nee, das ist 15 Kilometer von mir entfernt. Nee, Torpedobomber über dir. Die haben sich irgendwie vorbeigemogelt. Okay. Fuck you, Mexiko. Die hat mir gerade meine drei vorderen Türme komplett zerstört. Meine Torpedostaffel kommt auch noch mit einem.
Das gibt's doch nicht. Fuck hier. Wenn es weitergeht, habe ich nur noch Anti-Air. Wow. Ja, Sigi, die Mexiko macht mir mehr Schaden als ich der Mexiko. Drehen sie sich alle weg. Arschlöcher. Oh, da ist die Nagato. Und die Tierpitz. Eigentlich kann ich es mir nicht. Turm zerschossen. Ich muss mal für was sorgen. Und dann? Du? Oh. Ja. Ja, die haben ja fast alle Türme komplett zerschossen. Lol. Was? Total zerschossen, oder? Ja, was? Total zerschossen. Okay. Vordochen ging gar nicht mehr. Deswegen musste ich mich drehen. Mein einen Turm kaputt verkrafte ich ja mit Atlanta. Aber vier kaputte Türme. Ist halt nicht so geil. Cleveland hier irgendwo? Nein. Platz Markus seine Flieger. Na, guck mal, wodurch was die gerade durchfliegen. Und die Mexiko ist übrigens AFK. Oh, da startet die Jägerstaffel, das ist schlecht. Die werden nicht treffen. Das gibt's nicht. Ja, was kann nichts machen. Das ist viel zu viel. Und vor allen Dingen, dem seine Jäger zerstören meine irgendwie förmlich. Ich habe halt, glaube ich, einen Bomber oder so habe ich noch. Also nichts. Ja, einen Bomber habe ich noch. Toll. Markus? Ja. Guck mal auf dein Handy. Ja, ich guck gleich. Alter. What the fuck? Von wem ist das? Tier 10er, Japaner. Yo! Das ist die Hakurio, das ist deren ihr Deck, was die mit hat. Alles klar.
2 Jägerstaffeln, 3 Torpedostaffeln und 3 Sturzkampfbomber. Fuck. Das ist hart. Das tut weh. Es war so klar, dass alle verfehlen. Ja, er weiß es. Na komm, zerstör das Ding. Alles klar. Jetzt bin ich down. What? Ja, ich bin out of aircraft. Oh, ich würde sagen Rammkurs, ne? Markus? Ja. Die Hakurio, also nochmal wieder der Tierzähler. Ja. Dein Deckkasten gesehen? Ja. Der hat 15 Reserveflugzeuge von den Jägern. Ja. 22 Reserveflugzeuge von den Jägern. Ich weiß, ich habe das Video gesehen, was du dir, glaube ich, angeguckt hast. Und 25 Reserveflugzeuge von den Torpedobombern. Ah. Das ist, ja. Oh, da haben die 10er Kreuzer was zu tun. Ein bisschen. Ein bisschen viel, würde ich sagen. Ein bisschen viel, ja. Oh, ich werde ausbrennen. Ey, oder? Entschuldigung, bei dem Scheißding. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist der Ding, die T10er, die haben ja alle eine ziemlich krasse Anti-Air drauf. Da brauchst du schon. Die Jägerstaffel hat da pro Staffel 5 Flugzeuge. Torpedostaffel hat 4 Flugzeuge. Und die Bomberstaffel, also die Sturzkampfbomber, haben auch 5. Verlieren wir das Match noch, weil die Gegner Punkte erhöhen. Schau mal, die Demonses in der Kreuzer der Japaner, der Amis, hat eine Anti-Air von 90. Sauer hat nur 67 Anti-Air. Moskwa hat 69. Die Hindenburg hat 81. Montana hat eine Anti-Air von 84.
Was hat die Mogami für eine Anti-Air? Mogami... 33. Sound resumed. Naja gut Leute, ne? Das war's dann mal mit dem ersten Let's Play von World of Warships. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach mal ein Like da lassen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.